So, Bodo und ich, wir sind jetzt in unserer Wohnung. Wohnung ist übergeben. Hier sieht es noch ein bisschen wüst aus. Das ist das Schlafzimmer. Und weil jetzt hier noch Möbel drin sind, hier die zum hier Wohnzimmer gehören, zum Kleinzimmer, hier, ne, die habe ich von der Vormieterin übernommen. Ne, die Küchenmöbel sind drin, da eine Couch hier fürs kleine Zimmer. Ne, und dann die Waschmaschine, Kühlschrank ist noch mal drin. So, gehen wir hier rüber. Küche guckt erstmal nicht. Ich muss alles erstmal richtig sauber gemacht werden. Das ist in der Türkei ja auch so. Muss alles sauber gemacht werden. Ne? Hier haben die Maler nichts gemacht. Hier, da blieb alles so. Ne? Und das ist nur hier, diese Anschlüsse sind neu. Und hier kommt noch eine Steckdose für den Geschirrspüler ran. Ne? Ansonsten steht dann hier die Küchenmöbel hier. Und dann gehen wir mal weiter. Also hier im Flur, da haben sie die Tapeten alle runter gehabt, alles neue Tapeten drauf. Hier ist jetzt alles neu gemacht, ne? Wie gesagt, eben sauber gemacht werden muss. Ne? Die Duschabtrennung, die habe ich gekauft und die, da kommen sie noch und bauen die ran. Da kommt einer vorbei, vielleicht macht das heute noch, mal schauen. Ne? Und das ist eben hier so das Bad. Hier ist Platz für die Waschmaschine, da sind die Anschlüsse. Hier ist dann das kleine Zimmer. Ne? Ja, Bodo, komm. Hier ist dann das Wohnzimmer. Da die Teile, das ist die Duschabtrennung. Ne? Und oh, heute erstmal richtig sauber machen, dass ich noch heute schlafen kann. Matratzen habe ich ja schon alles da. So, Bruder. Und hier, das ist jetzt hier unser Balkon. Ne? Und seht ihr, wenn er doch im Frühling richtig die Blätter sind, die Bäume grün sind, ist alles schön hier grün noch her. Ne? Der Himmel sieht gut aus, die Sonne lacht, bloß ich muss ein bisschen rumkommen. Wir haben hier dann Südseite hier, ne? Also ab Mittag haben wir dann hier Sonne hier auf dem Balkon. Ne? Und dann hier, oh, der ist eigentlich auch schön groß. Hier ist noch Platz hier für Pflanzen, damit die Sonne im Sommer die Sonne nicht so knallig ist. Hier eine Markise hier oben anbauen. Und dann, hier, dass man dann auch so ein bisschen warm im Schatten sitzt auf dem Balkon. Hier kann man schön frühstücken. Ach, das geht. Bodo und ich, wir sind jetzt hier in unserer Wohnung. Und hier ist erstmal schon mal alles geputzt und sauber gemacht und gewischt. Ne? Habe noch Hilfe. Und ja, hier ist schon ein bisschen drin. Hier wird dann auch als nächstes sauber gemacht. Der Elektriker war noch da, hat noch ein paar Sachen gemacht. So, und dann, wir wollen nachher hier rumräumen. Ich muss noch warten. Hier der Klempner kommt vielleicht. Ich habe schon den hinteren Schrank hier geputzt. Oben die Mühle muss noch. Da wusste ich nicht, hier, von wem die Mühle ist. Ne, hier. Und weil ja mein Bruder das alles gemacht hatte, aber da sagt mir, nee, nee, das ist nicht von uns. Naja, bringe ich erstmal runter im Keller und dann oder gleich in den Müll schauen. Wie ich es am besten mache. Und dann machen wir die Tage die Dings. So, da, dann, wie das so ist. Eine Tüte für Papier, eine Tüte für Müll, hier Bananen, Getränke, ein Glas mit Würstchen. Und da die gute Bohrmaschine aus der Türkei, die habe ich mitgebracht, falls man was braucht. Ja. Und hier diese Blick nach draußen. Aber die Fenster werden dann noch geputzt. Und hier hatte ich schon geputzt und schon reingelegt. Ne? Teegläser, ne, was man so braucht. Und hier so noch andere Gläser, was man so braucht. Ja. Steckdose ist dran für die, na,
Geschirrspüler. Hier hat der Elektriker gemacht. Ja, da Steckdose schön gemacht. Und da die Steckdose hat er schön gemacht. Und den Blick hier auf den Spielplatz und das Grüne. Und dahinter die Gärten. Ja, da sind auch neue Steckdosen dran in der Ecke. Jetzt ist noch alles trocken und dann werde ich mit meiner Hilfe, ne, meinem lieben Bruder und dann werden wir dann noch alles her, denn heute kommt noch der Internetmensch und dann den Fernseher noch hochholen und dann passt das. Ne? Bodo liebt den Balkon, er ist schon auf dem Balkon, schnuppern, schnuppern, schnuppern. Tja, jetzt hier in der Küche. Naja, sieht schon ein bisschen sauber aus. Ausgefegt ist, gewischt muss noch werden. Und die Schränke habe ich schon gewischt. Hier sieht natürlich jetzt hier leerer aus. Ne? Aber es ist noch Ecke Arbeit. Hier viel Pappkartons hier noch rum und sowas. Ne? Ein bisschen Möbel. So, Küche wollen wir morgen machen. Ja. So. Bad ist soweit in Ordnung. Die Duschabtrennung, die wird Dienstag früh gemacht. Und geht klar erstmal. Ja, hier ist auch nur erstmal ausgefegt worden und ne, hier muss auch noch viel gemacht werden. Aber hier ist erstmal, tja, Schlafzimmer habe ich ja noch nicht. Es kommt erst in 4 Wochen mein Schlafzimmermöbel. Und die Matratzen habe ich schon da. Ja, und mein Bettzeug habe ich da, alles gut. Und Fernseher steht schon da, eine Tagesdecke, die mir dann am Tage rüberlegt über mein Bettzeug. Ja, hier müssen wir noch hier die Glastüren einbauen und die Glasschränke Teile reinlegen, so wie hier. Ne? Und na, ist noch viel Arbeit, ne? Aber erstmal. Erstmal ist schön. Und ich kann Ruhe schön schlafen. Dank meiner Hilfe, den beiden über 70-Jährigen. Tja. Ne, Bodo? Ja, was sagst du dazu? Du hast auch geholfen, ne? So, ich will nachher gleich Wäsche waschen. Tja, Leute, falls es euch gefallen hat, ist bei uns ein bisschen stressig heute gewesen. Morgen wird auch nochmal ein stressiger Tag. Ne, hier, Daumen hoch, Abo da lassen. Und ein auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ach Mensch, bin trocken im Hals. Naja, dann, ja, wenn man so viel mit dem hier mit diskutieren und so, dann ist mal so. Dann bis zum nächsten Mal.